Erbe sein. Jesus.
Einen guten Abend an alle. Heute Abend möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, die ein Segen und ein Aufruf für mich gewesen sind in diesen Tagen. Der Gedanke kam, ob man geistlich gesehen Angst vor Klaustrophobie hat, also wenn man in einem engen, dunklen Raum ist und man meint, man hat keinen Platz und keine Luft mehr. Aber ich habe an eine Mutterhenne gedacht und ihre Küken. Vor allem, wenn da Gefahr ist. Da unter den Federn von der Mutter kann das Küken nicht sehen. Es weiß nicht, wie die äußere Welt aussieht. Es ist dunkel. Es kann nichts wahrnehmen, außer die Wärme und das Herz der Mutter. Und ich habe es schon öfters erlebt, wie man sieht, wie die kleinen Küken schon fast springen oder eintauchen unter diese Federn der Mutter, unter die Flügel der Mutter in diesen kleinen, engen, warmen Raum. Das muss einer der wunderbarsten Orte sein in der Welt für so ein kleines Küken. Aber stellt euch mal vor, wenn eins von diesen kleinen Küken von dieser Klaustrophobie, von dieser engen Angst leiden würde. Wenn es immer seinen Kopf rausstecken möchte und rausschauen möchte. Und da musste ich denken, wie ist es mit dem Herrn, dass er uns hält mit seinen Händen, wie er uns dicht hält an seiner Brust. Wie ist das für uns? Ähnlich wie das kleine Küken, aber dass wir bedeckt sind mit des Herrn Hand. Der Herr hat uns beigebracht, glückselig sind wir, wenn wir arm sind geistlich. Und was heißt es, geistlich arm zu sein? Und für mich kam es auf eine Art und Weise rüber, muss nicht unbedingt so sein, aber für mich war es wie, wenn du an einem Ort bist, wo du alleine bist, wo nur du da bist, in der Stille,
vor dem Herrn, unter der Hand des Herrn in diesem stillen, dunklen Ort, ist das wie eine Art stiller Ort der geistlichen Armut. Wir lesen im Lukas Kapitel 5, im Lukas Evangelium Kapitel 5, Vers 16. Schon ab Vers 15. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Vers 16. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Im Englischen heißt es sogar, Jesus hat sich oft oder des Öfteren zurückgezogen. Er musste einen Entschluss nehmen. Er musste sich entscheiden, sich zurückzuziehen. Er konnte nicht per Zufall darauf hoffen, weil es waren immer Menschen da, die ihn haben wollten, die ihn gesucht haben, die seine Aufmerksamkeit nötig hatten. Er hatte es kam nicht von sich selbst, dass er freie Zeit hatte. Wir denken uns, Herr, du könntest doch da beten, mit den Jüngern, mit den Leuten, da wo du bist. Du könntest doch stille für dich beten. Aber Jesus hatte die Not, er hatte das Verlangen, alleine zurückgezogen zu sein, wo es nichts anderes gab. Nur ihn und den Vater, wo er alleine mit dem Vater reden konnte, in der Stille. Es ist interessant, kurz bevor er die große Menschenmenge, das Wunder des Essen verteilens, hat er auch kurz vorher sich in die Stille zurückgezogen. Aber dann, wo er die Not gesehen hat, wo er gesehen hat, dass die Menschen ihn brauchen, dann hat er sich Gottes Willen nachgegeben oder hat Gottes Willen getan und sich den Menschen hingegeben. So, sich zurückzuziehen in diese Stille mit Gott, hat ihn nicht blind gemacht für die Not der Menschen. Aber all dies hat nicht sein Feuer, sein Verlangen nach das Evangelium zu verbreiten, hat es nicht zurückgezogen, hat es nicht vermindert. Oder es war auch nicht zu viel für ihn. Denn kurz nach diesem großen Wunder, kurz nach diesem Höhepunkt, nach so einem Höhepunkt in seiner
in seiner Predigt hat er die Jünger wieder auf den See geschickt und ist gleich wieder alleine auf den Berg hochgegangen. So, er hat ständig die Not und die Not der Menschen gesehen und ihnen nachgegangen, aber gleichzeitig hat er auch ständig immer wieder Gottes Angesicht gesucht in der Stille, im ruhigen Ort. Die Frage ist, sind diese Zeiten auch für mich kostbar? Suche ich auch diese stille Zeit mit Gott? In diesem Augenblick, in diesem Beispiel, hatte er die stille Zeit mit Gott von dem Abend bis zur vierten Wache, was ungefähr fast bis frühmorgens war, fast die ganze Nacht. David, der Psalmist, hat gesagt: Sei still, meine Seele. Vielleicht erinnert man sich an ein kleines Kind, das im Dunkeln, im kleinen Raum ist und es hat Angst. Vielleicht ist man sogar zu Hause, ein Ort, den man kennt. Oder vielleicht auch an einem unbekannten Ort, aber wenn auf einmal das Licht ausgeht und es ist stockdunkel. Und dann das kleine Kind war gerade da neben dir. Was ist die automatische Reaktion von dem kleinen Kind? Wird es nicht sofort fragen, Papa, bist du da? Mama, bist du da? Wird es nicht sofort dich verlangen? Oder ist die sofortige, der Instinkt von dem Kind, dass es sofort die Hand ausstreckt und deine Hand fasst. Es braucht nicht mit dir reden, es braucht nicht dich fragen, sondern es wird sofort die Hand ausstrecken und dich fühlen. Es muss dich anfassen und weiß damit ganz bestimmt, du bist da, du bist hier, es ist sicher. So oft fragen wir und reden wir mit dem Herrn und fragen, dass er mit uns redet, dass wir ihn wirklich brauchen. Dass der Herr mit uns spricht, ist kritisch und wirklich nötig, dass er uns leiten kann, dass er uns zurechtweisen kann, dass er uns den Weg weiter zeigen kann. Aber oft ist der direkteste und engste Beweis oder engste oft ist der direkteste Weg zu kommunizieren, ob zwischen Eltern und Kind oder Mann und Frau, der direkte Kontakt, das Spüren. Es müssen keine Worte sein.
Oft ist die Berührung der stärkste Kommunikationsweg zwischen Menschen, die sich eng stehen. Wann hast du zum letzten Mal gespürt, dass der Herr hier ist, dass der Herr ganz nah bei dir ist, dass er nicht hat reden müssen oder zeigen müssen? Du hast gespürt, er ist hier bei mir. Mögen wir nicht in unserer Beschäftigkeit, in all unseren Werken, nicht diesen engen, kostbaren Kontakt und seine Gegenwart kennen, seine Gegenwart spüren, dass wir nicht diesen engen Kontakt verlieren. Lasst uns beten. Herr, mögen wir nie dies verlieren, dass wir in deiner Gegenwart sind, dass wir deine Gegenwart verspüren können, dass wir zu dir kommen können und dass du bei uns bist. Und wenn wir diesen engen Kontakt mit dir verloren haben, mögen wir zurück zu dir finden, mögen wir in dir bleiben, in dir deine Nähe wiederfinden. Dies bitten wir um deines Namens willen. Amen.